2023 gekauft, aber 2024 auch gelesen. Nachdem ich ja letztes Mal festgestellt habe, wie wenig Bücher ich lese, in 5 Jahren habe ich mir gedacht, diesen Monat schauen wir mal, was ich letztes Jahr gekauft habe und was ich dieses Jahr gelesen habe. Aber ich glaube, es wird auch nicht mehr sein. Wie in 5 Jahren. Das erste Buch, was ich gekauft habe, ist von Sebastian Fitzek, Elternabend gewesen. Kein Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt. Ich finde, dieses Cover sieht auch sehr, sehr gut aus. Nö, habe ich nicht gelesen. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das schon letztes Jahr gekauft hatte. Auf jeden Fall war aber der andere Country-Trailer von Fitzek richtig gut. Dann gab es als E-Book von Kelly Oram Starburst-Effekt im One Verlag erschienen und ich habe es um 9,71 € gekauft. Und Boah, Kell-Oram ist schon so eine Nummer, die ich irgendwann nicht mehr gemocht habe. Aber anscheinend zu diesem Zeitpunkt schon. Ich wusste nicht mal, dass ich dieses Buch damals gekauft habe. dann habe ich mir eine ganz dumme Idee von Frederik Backmann gekauft. Ein Roman, der im Goldmann Verlag erschienen ist und in der Taschenbuchvariante 12 € kostet. Das war das Buch, was wir gemeinsam im Buchclub gelesen haben und ich habe es mir gekauft, weil das einfach das Einfachste war, um da ranzukommen. Also das kann ich wirklich nicht empfehlen. Das war komisch, dieses Buch. Wenn man da nicht die Gedanken komplett beisammen hatte, dann war man komplett raus. Also nein, ich möchte es nicht nochmal lesen. Dann habe ich mir Where the Clouds Move Faster von Kat Dinker Engel gekauft. Der dritte Band dieser wunderschönen Reihe und ich dachte mir, ich kaufe ihn noch, solange der Preis nicht hochgegangen ist. Ich habe es nicht gelesen, aber auch die ersten beiden Bänder nicht. Deswegen kann ich das ja auch nicht lesen. Aber wie ich hier auch im Video gesagt habe, ich habe es mir nur gekauft zum alten Preis, damit ich eben nicht mehr Geld ausgeben muss. Und das war auch gut so, denn bald war schon die nächste Auflage da und hätte jetzt mehr gekostet. Dann habe ich mir von Hubertus Burg das Profil gekauft. Im Rororo Verlag erschienen und 12 € der Preis als Taschenbuch. Ich habe mir neulich ja die Klinik gekauft und habe dann gelesen, dass das der zweite Band ist rund um diesen Ermittler und dachte mir, du brauchst den ersten auch noch. Nö, ist ungelesen. Das weiß ich ganz genau, weil ich auch die Klinik noch nicht gelesen habe und auch das Neue von ihm nicht. Also ich weiß gar nicht, wie er schreibt, aber ich kaufe trotzdem die Bücher alle. Dann zog als E-Book A Storm Between Us von Nina Bilinski ein. Hat mich 4 € gekostet und ich habe die anderen beiden auch schon auf meinem E-Book-Reader. Oh mein Gott, ich habe es nicht gelesen. Ich habe mir den ersten und zweiten Band, ich glaube, im Corona-Lockdown damals gekauft und habe nicht mal das geschafft zu lesen. Also habe ich natürlich auch den dritten Band nicht gelesen, aber ich mag die Autorin eigentlich sehr gerne, da erscheint auch bald ein neuer. Dann gab es einige Thriller aus Südtirol. Ich komme da ja nie vorbei, deswegen. Ist das halt so? Ich habe mir gekauft Die Bildermacherin und der Goldene Ring von Christiane Omasreiter und Katrin Schenk, der vierte Band dieser Reihe rund um Amalia Engel. Und das Spannende an dieser Reihe ist einfach, dass sie eine Fotografin ist und keine Kommissarin. Nö, ist ungelesen. Aber ich habe tatsächlich nur den ersten Band dieser Reihe gelesen. Und trotzdem habe ich mir damals den vierten gekauft. Ich finde es aber irgendwie cool, aber irgendwie auch merkwürdig, weil es ist hier eben eine Fotografin, die Hauptdarstellerin und nicht ein Kommissarium. Dann habe ich zwei Bücher zugeschickt bekommen von der Autorin selbst. Also zähle ich die jetzt überhaupt dazu? Also zum Sub habe ich sie nicht dazu gezählt. Und zwar gab es von Heidi Troy Liebe mit bestem Ausblick. Und dann habe ich noch Wer dort ist, lügt nicht von ihr zugeschickt bekommen. Es ist von D.H. Campbell, aber das ist auch Heidi Troy. Aber ich habe auf jeden Fall Liebe mit bestem Ausblick gelesen und natürlich auch das andere gelesen. Also, ich würde einfach mal sagen, ich beachte es jetzt in diesem Ranking, weil ich es ja hier auch gezeigt habe. Und dann habe ich geschenkt bekommen Schatten über Südtirol von Friederike Schmöke. Ein Kriminalroman, der im Gmeiner Verlag erschienen ist. Nö, das ist nicht gelesen, aber ich finde, dieser Preis ist eine Frechheit für diese riesengroße Schrift. Also, ich habe mal so reingeblättert und dachte mir so, nö. Eigentlich ist das nicht mal so interessant, wie ich dachte, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob das so ein Subladenhüter wird. Das Resümee dieses Mal sieht so aus, aber auch nur, weil ich natürlich die beiden Rezi-Exemplare dazugezählt habe. Ansonsten wäre sie schon wieder viel weniger. Und vielleicht sollte ich echt mal ein bisschen aufarbeiten, anstatt immer mehr Bücher in mein Regal ziehen zu lassen, oder? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Like und schreib mir gerne einen Kommi. Du kannst natürlich auch bei anderen Videos vorbeischauen und nächste Woche geht's weiter.